Hallo, willkommen zum Bier um 4. Immer freitags, immer hier ein Feierabendbier. Und diese Woche, ich hatte es angekündigt mit dem Kappler von Braustolz. Muss mich ein bisschen korrigieren. Das heißt Kappler Braumeister im kompletten Namen. Und darunter ist einfach nur der Vermerk Premium Pilsner. Ja, da war ich letzte Woche, lag ich nicht ganz richtig. Ich habe es jetzt aber Internetpräsenz einfach nachgeguckt. Und da stand es dann direkt als Kappler Braumeister drin. Ja, und auf der Internetpräsenz haben wir natürlich auch wieder einen kleinen Text, den lese ich mal wieder vor. Ich halte das hier mal im Querformat, weil irgendwie, wenn ich es hochkant halte, ist die Darstellung nicht richtig, dann ist der Text im dunklen Bereich mit drin, ansonsten kann ich da nicht so gut lesen. Deswegen einfach mal hier im Querformat das Ganze. Soll ich ja nicht weiter interessieren eigentlich, aber egal. Also, Kappler Braumeister, Premium Pilsner von edler Hopfennote und anspruchsvollem Charakter. Vollmundig herber Geschmack durch traditionelle Braukunst. Mit exklusiver Ausstattung, feinem Geschmack und vor allem großer Tradition bringen wir Ihnen das besondere Premium-Erlebnis auf den Tisch. Okay, ich habe es zwar selber geholt, aber ist egal. Da unten haben wir noch eine kleine Tabelle, da steht dann irgendwo noch Alkoholgehalt drin, 5,2 Volumenprozent. Stammwürze ist nicht angegeben, Artikelnummer, ja, interessiert uns nicht so weiter. Das war's. Ja, kleines Textchen zu dem Bierchen. So, kommen wir nochmal zur Flasche. Hier haben wir dann auf dem Etikett erstmal in der Mitte noch wieder ja, Chemnitz Kappel. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Hatte ich jetzt auch nicht wirklich Lust, das noch nachzugucken, was dieser Kappel da bedeuten soll. Hier oben ist jedenfalls so ein kleines Männchen drin und irgendwelche altdeutschen Buchstaben, die ich jetzt nicht so ganz entziffern kann. Aber sei es drum. Da steht hier noch Tradition seit 1868. Feine Bierspezialität da unten. Dann nochmal so eine Abbildung, ich denke mal von Anno dazu mal von der Brauerei. Ja, und wie gesagt, mittendrauf, ne, oben drin steht nochmal kurz klein Braustolz, aber nicht sehr prägnant, deswegen war es mir erst ein bisschen, ja, nicht durchgerutscht, aber das steht nicht im Vordergrund, sondern hier steht einfach Kappler als Marke von Braustolz im Vordergrund. Ja, und ich halte das Etikett natürlich auch nochmal wieder kurz in die Kamera. So, ich hoffe, ihr konntet einen kurzen Eindruck von machen, wie das Etikett so aussieht. Und auch von diesem Männchen da oben, was ich gemeint habe. Falls nicht, ne, stopp, zurück, ihr könnt das Spielchen. Ich denke, ihr wisst, wie ihr YouTube bedienen müsst. So, dann haben wir hier oben Braustolz GmbH, Chemnitz. Dann nochmal wieder Kappler, Braumeister. Und da steht ja nur noch Premium, nicht Premium Pilsner. Dafür steht es hier im Text, das Premium Pilsner für den wahren Genießer mit höchsten Ansprüchen gebraut, mit ausgewählten Aromahopfen. Ausgewähltem Aromahopfen, Entschuldigung. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. 5,2 Volumenprozent Alkohol. Also für den Pilz schon fast ein bisschen viel. Eher ungewöhnlich. Die meisten halten sich doch so unterhalb der 5% Grenze. Hier sind 5,2. Na, sei es drum. Ist ja anscheinend irgendeine Tradition. So, machen wir es auf. Gucken, was drin ist. Rein mit dir ins Glas. Ah, schäumt doch ganz gut. Aber ich habe auch ein bisschen es drum angelegt. So, was haben wir hier von der Optik her schon mal? Eher so ein bisschen strohgelb, leicht, wiegt ein bisschen dünner von der Farbe her. Also ein bisschen blasser. Bläschen haben wir auf jeden Fall ja, einen angenehmen Rahmen. Das sieht ganz gut aus. Schaum ist auch eher fein bis vielleicht noch so ein bisschen mischporig. Obendrauf wirkt der Schaum sehr, sehr fluffig, sehr sahnig schon fast. Also etwas sahnig, nicht sehr. Aber das sieht gut aus. Also der Schaum macht einen guten Eindruck. Ließ sich auch sehr gut erzeugen. Gieß noch ein bisschen nach. Doch, das sieht ganz gut aus. Der Schaum wirkt auch einigermaßen stabil. So, für euch nochmal kurz die Bläschen zum Angucken. So, eine Nahaufnahme, ich denke, das sieht ganz ansprechend aus. Dann kommen wir zum Geruch. Jetzt muss ich natürlich wieder aufpassen beim Zinken. Riecht schön frisch, aber eher Richtung dieses Malzige. Also riecht da sehr deutliche Malznote raus. Ja, leichte Grasnote ist drin, ein bisschen blumig das Ganze. Aber diese Malznote, diese Süße vom Malz her, das betont den Geruch jetzt an dieser Stelle. Ja, riecht sehr, sehr süßlich das Ganze. Also, ich tippe eher auf ein bisschen würzigeres Bier. Also eher nicht mein Geschmack. Aber gucken, wie was hier zusammengestellt wurde von den Braumeistern. Ich bin gespannt. Prost!
Ja, ist so, wie ich es erwartet habe. Geschmack, Geruch gleich Geschmack. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen sanfter das Ganze gewünscht. Aber ich nehme noch mal einen Schluck, um genauer hinzuschmecken. So, was sage ich jetzt zum Bier? Am Anfang schön frisch. Es roch ja auch schön frisch, das Ganze. Das passt, der Antrunk schön frisch. Nicht ganz schlank das Ganze am Anfang. Und dann kommt so am Mittelteil, baut sich dann so auf und geht dann eigentlich schon nimmt sehr stark zu. Der ganze, dieses Malzige, das Würzige kommt da sehr kräftig durch und dominiert einfach alles. Und das hält sich auch bis im Abgang hin. Das zieht sich komplett durchs ganze Bier durch. Da ist nicht irgendwo mal das eine kommt, das andere geht oder sowas. Einfach nee, dieses Würzige, Malzige, dieses auch vielleicht ein bisschen sehr Bittere dadurch. Das zieht sich komplett durchs ganze Bier. Und das finde ich jetzt ein bisschen ernüchternd, finde ich nicht ganz so schön. Nee, also, das ist so gar nicht meins, da werde ich überhaupt nicht warm mit. Das ist einfach zu bitter, zu würzig und es fehlt aber auch das Herbe da drin. Also so. Ich kann das so fast gar nicht, dieses Herbe gar nicht rausschmecken. Und diese Würze ist eine Würze, die einfach, wie gesagt, eher durch Bittere überzeugt als durch angenehme Charaktereigenschaften. Ist auch jetzt nicht wirklich ein schönes Bier. Tut mir ein bisschen leid, aber ich bin eh auch kein Fan von Braustolz, also von den ganzen Bieren bisher, die ich von Braustolz hatte. Tut mir ein bisschen leid, ich hatte gehofft, dass hier vielleicht mal ein Pilz dabei ist von Braustolz, dass mir ein bisschen mehr entgegenkommt. Schade. Aber ich nehme noch mal einen Schluck. Vielleicht wird es ja doch noch besser. Ich glaube nicht. Aber nee, es ist mir einfach zu komisch würzig und zu bitter ein bisschen. Einfach nicht so meins wirklich. Von daher auch von mir eher keine Empfehlung, wenn ihr meinen Biergeschmack so ein bisschen teilt. Ich bin ja schon hier und da ein bisschen toleranter auch geworden, aber das ist nun wirklich komplett außerhalb dessen, was ich tolerieren möchte und kann. Mag Leute geben, denen das schmeckt. Ich gehöre da nicht dazu. Ich finde das einfach wirklich kein gelungenes Bier. Und dann können Sie hier den Kappler Braumeister oder was auch immer noch so hier vorne rausstellen. Überzeugt mich nicht im Geschmack und von daher wirklich, wie gesagt, keine Empfehlung. So, das war das Bier um 4 für diese Woche. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr so ist, ihr wisst schon, Däumchen rauf, ne? Ja, nächste Woche weiß ich noch gar nicht, was ich mir dann vornehme. Ich muss da nochmal auf die Pirsch gehen, was ich so in den Regalen finde. Ihr könnt gespannt sein. Irgendwas finde ich natürlich. Ich schreibe das dann nochmal runter in die Videobeschreibung, für was ich mich dann entschieden habe für nächste Woche. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und macht's gut.